Das Spiel ist ab 12 Jahren. Solltet ihr noch nicht so alt sein, dann schaut euch lieber ein anderes Video an. Hallo zusammen. Willkommen zu später Stunde. Wir spielen heute Schau ins Land. Nein, wir spielen eine Runde Tales of Escape. Ja. Ich hab's gefunden. Wir hatten mal Bock auf ein Escape Room zu zocken. Wie man sehen kann, man startet hier in diesem schönen Räumchen, kann hier so ein paar Sachen einstellen. Das erste Level ist umsonst. Es gibt bis jetzt hier diese 4 Level. Mehr werden wohl noch kommen. Die anderen muss man kaufen. Ich glaube, die kosten immer so um die 5 Euro. Wir können das erste Level spielen. Und zwar, wie hieß das jetzt? Die Mine. 1964 wurde das Black Rock Bergwerk in Yukon wegen eines Erdrutsches geschlossen. Mensch und Gold sind für immer in seinen Stollen verloren. Die Legende sagt, dass die Bergleute innen gefangen wurden und lebende Tote das Gold von dann an schützen. Viele haben es versucht, das Gold zu finden, aber niemand hat es geschafft. Nach vielen Versuchen, du hast es geschafft, eine alte... naja. Die Übersetzung ist nicht ganz so toll. Also nach vielen Versuchen haben wir es geschafft, einen alten Korridor zu finden, der in der Tiefe und in die Tiefe des Bergwerkes zu steigen. Aber ein weiterer Erdrutsch hat uns gefangen. Oh nein. Die einzige Hoffnung auf Rettung ist der alte Aufzug, den wieder zu betreiben. Finde den Weg, schnell herauszubekommen, weil der Sauerstoff irgendwann aufgebraucht sein wird. Ah, cool. So, das Ganze kann man dann hier starten. Das haben wir hier ausgewählt. Wir haben jetzt mal Hinweise und Timer an. Wir haben ehrlich gesagt noch nicht wirklich gezockt. Wir haben nur mal ganz kurz ins Tutorial reingeschaut. Ja, da hat der Timer nicht funktioniert. Mal gucken, ob der jetzt hier funktioniert. Aber ich würde sagen, du bist bereit? Ja. Du bist nicht mehr als bereit angezeigt, ne? Geh nochmal bitte auf bereit. Ja, das sieht gut aus. Und wir starten. Oh, Loading. Ich bin echt gespannt auf das Spiel. So, da sind wir auch schon. In der Mine. Das ist übrigens die Fine hier, dieser Crash-Test-Dummy, der hier rumläuft. Und okay, und wir werden jetzt wie in einem echten Escape Room nach Hinweisen suchen. Ich hab so ein Ding. Man kann die Dinge aufnehmen, dann so drehen und sich anschauen. Okay, hier ist eine Zahl, 1, 2, 3, 4, die 2 ist rot. Wir werden es, denke ich mal, handhaben wie in einem echten Escape Room. Wer was gefunden hat, sagt das bitte und am besten auch, wo wir es gefunden haben, oder? Ja. Das Spiel. Ich bin gerade erstaunt, was man hier alles aufnehmen kann. Deswegen. Ja, das Spiel kann man mit bis zu 6 Personen spielen, online auch. Also ihr könnt es auch mit Wildfremden spielen. Oh, hier ist irgendein Stangenrätsel. Hier haben wir ein Schloss. Zahlenschloss. Kann man sich auch, man kann sich auch bücken, sehr gut. Okay. Ihr dürft sehr gerne miträtseln und... Also Sinn der Sache ist jetzt erstmal schnell alles abzusuchen, Hinweise zu finden. Du hast schon einen Zahlencode, was hast du eben gesagt? Ja, an dem... Ich habe was angemacht, den Generator hier. Der ging an? Ja. Ich weiß nicht, was passiert ist. Nee, ist aber nichts, okay. Es hat nur irgendwas gerumpelt. Ja, das ist ja noch ein Generator hier hinten, ne? Okay. Also man kann sehr vieles aufnehmen. Schon mal sehr cool gemacht. Zack, weg damit. Kann man die Sachen wegschmeißen? Nee, ne? Nee, kann man fallen lassen. Da bin die Karten, hast du schon gesehen hier? Ja, das habe ich gesehen. Hier neben ist so ein Schläuche-Labyrinth-Spiel. Und Bilder. Aber da war ich oben. Und hier oben, guck mal, hier hängt oben ein Korb. Ja, da war ich gerade schon. Wir müssen irgendwas hier machen. Da muss man hier was reinstecken, eine Kurbel oder so. Kurbel, ja, würde ich auch sagen. Kann man hier so ein Ding nehmen einfach? Das ist ein Kompressor. Kann man den. Ah, da kann man Luft drauf geben, okay. Sehr gut. Kann man die Sachen. Ah, die kann man schon umstecken. Ja. Aber warte mal, wo müssen wir denn. Müssen wir da oben das Ding runterpusten? Kann das sein? So? Nee, das ist ja hier mit diesem Kasten verbunden. Da ist mit Sicherheit eine Kurbel, die hier an die Seite ran muss. Die fehlt aber. Ich rede von dem Druck. Ach so, du bist von den Zuführungsschlössern. Ich bin überlegen, aber was soll uns das bringen? Damit die Bilder gepustet werden? Könnte das vielleicht sein? 1, 2, 3, 4.
Das war's nicht. Hier kann man nichts. So, da könnten wir rüber, da könnten wir hoch. Da könnten wir hier hin. Ah, ich mag es schon. Schade. So, das wird nicht funktionieren. Guck mich mal kurz hier ein bisschen. Passiert jetzt nicht einfach mal was? Was passiert mir jetzt gar nichts, oder? Okay, das erste Rätsel könnte aber auch eine Finte sein, okay, ne? Okay, hier ist es Stockduster. Ja, natürlich könnte das auch eine Finte sein. Ich denke, wir müssen erstmal hier, ist noch ein Schrank zum Öffnen. Erstmal alles absuchen. Ja, komm, lass uns erstmal. Wir haben hier auf jeden Fall die Karten, ne? Wir haben hier die, ich schreibe mal ganz kurz auf. Aber was ist denn jetzt hier hinten? Wir haben die 2, 5, 7 und die 9. Hoppla. Oh. Die Karten kann man auch aufnehmen. Oh, guck, wir haben es aber eigentlich aufgeschrieben, ne? Also, man kann die sich jetzt auch so angucken. Ich denke mal nicht, dass da groß was sein wird. Und genau das ist das Problem. Na, komm, wir legen die mal einfach hier so hin. Sehr gut. ja. Oh, was ach, das warst du. Okay. Hast du die Karten umgedreht? Ich bin dabei. Das Problem ist, die liegen dann halt nicht mehr in Reihenfolge. Deswegen habe ich das mal eben schön aufgeschrieben. In welcher Reihenfolge lagen die denn? Sind es 4? Ja, 2, 5, 7, 9. Wir können das gleich mal hinten direkt ausprobieren. Hätte sein können, dass noch was drauf ist. Ja, probierst du aus? Ich gucke mich weiter um. 2, 5, 7, 9. Macht aber gar nichts, ne? Da ist auf der Seite von dem Schrank ja auch eine Zahl, ne? Ach, guck an, das habe ich noch gar nicht gesehen. Also es ist ja 1, 2, 3, 4 und die 2 ist rot. Ah, ich hätte es mir heller stellen sollen. Kann ich das jetzt noch irgendwie hinkriegen? 1, 2, 3, 4 und die 2 ist rot. Dass wir vielleicht dann... Haben wir noch irgendwo so Zahlen zufällig? Mm. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt die Reihenfolge ändern sollen, oder? 5, 2, 7, 9. Ich meine, kann man mal probieren. Ich glaube nicht, dass das ist. 5, 2, 7, 9. Oh nein. Was ist los? Ich bin ins Menü gegangen. Wie komme ich da wieder raus? Mit Escape. Ah, okay. Aber mit dem Controller. Ich spiele mit dem Controller. Ging es jetzt nicht, dass ich rauskam. Das hat übrigens eine volle Controller-Unterstützung. Ja, das hätten wir schon mal erwähnt. Ja. Wie gesagt, ich spiele wie immer am liebsten mit dem Controller. Oh. Gerade hing ich ein bisschen fest. Oh, hier ist Dynamit. Das lässt hoffen. Oh, was ist denn da oben? Kann ich gar nicht lesen. Not this way, okay. Und hier können wir... Strom später vielleicht? Na gut, wir sollen ja nicht lang. Ja, das hört sich nicht gut an. Ich glaube... kann man die Zeit anzeigen? Also im Menü konntest du gerade die Zeit sehen. Ah ja, okay. Also wir haben eine Stunde Zeit beim normalen Escape Room auch. Hier sind überall Rohre, ob das was zu sagen hat. Was macht denn dieser super Kompressor hier? Das ist für Luft? Mhm. Kraftpumpe. Da passiert nichts. Der geht auch nur hoch auf die Rohre, ne? Das ist dann wahrscheinlich nichts. Ja, das ist der Aufzug, den sollen wir zum Laufen kriegen. Klong. Klong. Ha. Ah, da gibt's auch noch einen Raum. Okay, da gehen wir da auch nochmal Tisch. Mal reingucken. Na, Heureka, das geht aber lang. Geht aber weit rein hier. Ja, da geht's nicht weiter, weil da irgendwie eine. Die Taschenlampe haben wir nicht, ne? Nee. Ich. Tut mir leid, dass ihr nicht sehen könnt. Nee, das wurde da sehr düster. Nee, kann man nicht, okay. Ja, ja, das ist ja kein Licht. Taschenlampe haben wir keine. So, wir müssen auf jeden Fall was mit dem Rätsel hier anfangen, wo du gerade dran bist. Ja. Bei den Schränken ist nichts. Ich habe das gut gemacht. Hast du geschafft? Nee, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Wo muss ich denn hin?
Muss das ein Kreislauf werden? Ich weiß es. Ja, das geht ja nicht. Kreislauf geht nicht. Ich bin jetzt bis, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Ich habe jetzt hier, geht die Leitung jetzt so. Jetzt hatte ich doch eben drauf schon. So lang. Du siehst es auch in Echtzeit, wenn ich das verändere. Ja. Ja, das hatte ich eben auch, aber ich weiß nicht, ich sehe da auch nicht, dass man irgendwie. Ich denke mal, pass auf, wir müssen da oben gegen den. Ach so, das Karton oder Paket da oben ja, müssen wir gegenpusten, damit das vielleicht runterfliegt, weißt du? Das könnte ich mir vorstellen. So? Na komm, wir probieren mal. Ich glaube zwar nicht, aber. Nee, wir müssen links ans offene Ende irgendwie. Aber. Wo ist denn links das offene Ende? Hier oben. Da. Ach, da meinst du denn? Aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja, so. Aber das. Ja, komm. Das wird. Wir kriegen den nicht hochgedreht hier leider. Jetzt fummelt hier jeder dran rum. Ja, mach du mal, ich guck mal hier. Ja, es geht ja nicht. Oh, schöner Pascal. Da ist aber sonst 10, 2. Oh, hast du geschafft? Weiß ich nicht. Ja, hast du. Ich habe mich gerade ziemlich erschrocken. Ach doch, einfach dem Ende. Ach gut, ich habe falsch gedacht. Cool. 2, 5, 7, 9. Ich mach mal. Kannst du das zwei, machen? 5, 7 und 9. Also. Und klick. Ha. Nee, geht nicht. Dann versuch mal 1, 2, 3, 4. Ernsthaft? Ja, das war ja da hinten auf der Wand. Genau, wir können hier löschen. 1, 2, 3, 4. Ah, die 2 war rot. Hätte mich auch gewundert. Vielleicht hat die rote Karte, was ist. Ja, hier waren noch Karten. Wo sind die hin? War da eine rote Karte bei und davon die Zahl vielleicht nehmen? Das könnte sein. Also die Reihenfolge verändern bringt es auch nicht. Die rote, ja, das ist natürlich, warte mal. Die rote ist die 5. Ja, die liegen auch einigermaßen in Reihenfolge. Hier ist die 2, 5, 7 und die 9 hast du gerade in der Hand. Ist aber auch eine rote, ne? Ja. Ja, gut wäre es, wenn wir die so ein bisschen wieder rein so legen. Die 2 ist rot. Hier. Weg damit. So. 1, 2, 3, 4. Die 2. Hinweis auf die 2. Die 2 roten, das waren eine 2 und eine. Das war die letzte, die 9, ne? Die 9, ja. Also eine 5 und die 9. So. Waren die roten. Vielleicht soll die 2 an zweiter Stelle sein. Ja, habe ich auch schon probiert. Also 5, 2, 7, 9. Ja, das hatte ich eben auch schon probiert. Ja? Auch bei den Kästchen? Ja, ja, 5, 2, 7, 9 habe ich. Eins, was man ausprobieren könnte, wäre 5, 9, 2, 7. Ja, jetzt habe ich schon. 5, 9, 2, 7. Dann haben wir die beiden roten am Anfang. Auch nicht. Dann machen wir 9, 5, 2, 7. 9, 5, 2, 7. Jetzt sind wir wieder zu dumm, das zu verstehen. Hinweis, ne? Ja, aber das ist zu dumm. Also, ich meine, 2. Hast du dir die Rückseiten von den Karten angeguckt? Ja, wäre zu einfach gewesen, ne? Warum? Wir haben sonst keine Zahlenhinweise. Wir haben nur die rote 2. Aber macht ja keinen Sinn, wir haben 2 rote Karten. Wir haben schon beide an den Anfang gesetzt. Ah, das haben wir hier noch nicht probiert, ne? Oder hast du hier auch mal die Kombis ausprobiert? Ja. Ach, Quatsch, was hier ist. Das wäre dann 5, 9, 2, 7. Das gibt's doch nicht. Das verstehen wir schon 1, wieder nicht. 1, 2, 3, 4. Es ist ja so, als ob, wenn wir irgendwie was in Reihenfolge hätten, als ob wir mit der 2. Oder das könnte das zweite Schloss sein, was wir öffnen müssen, ne? Das könnte es auch sein, aber wir haben bis jetzt auch nur diesen Einzahlencode hier vorne gefunden, den du jetzt komplett verwurschtelt hast. Wieso hast du die nicht in Reihenfolge wiedergelegt? Ging nicht. Ja, natürlich geht das. Einigermaßen zumindest.
Ach ja, jetzt. Mit dem Controller nicht. Wir können uns auch einen Hinweis ja geben lassen, ne? Also stimmt, Hinweis mit H, das geht. Nächster Hinweis in 0 Sekunden. Ja, das klappt hervorragend. Ja. Wie kann ich das denn heller machen? Weißt du das noch? So gar nicht. Geh mal auf... Ja. Nee, das kannst du im Spiel nicht. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt in den Einstellungen machen konntest. Ja, ist egal. Das musst du sonst über den Grafikabteil machen. So. Oder über Windows. So, wo ist die 7? Da ist die 7. Geht doch. So, 2579. Die Tasche können wir nicht aufnehmen. Die Steine hier auch nicht. Den hatten wir, glaube ich, eben schon. Aber naja. Ich meine, die haben ja auch noch einen Kompressor oder sowas. Kann der was? Nee, der kann nichts, ne? Also, falls einer von euch eine Idee haben sollte, schreibt sie uns bitte in den Chat rein. Wir stehen gerade ein bisschen auf dem Schlauch. In den Ketten können wir da irgendwas machen? Nee, ne? Aber wie ging denn das mit dem Hinweis anzeigen? Das hat nicht funktioniert. Also bei der Tastatur war das mit H, aber bei mir steht immer nächster Hinweis in 0 Sekunden. Hallo, ich kann euch keinen Hinweis geben, weil ihr seid jetzt schon zu doof. Aber hier irgendwie ein Kabel? Ja. Wir haben ja auch die Rohre, die wir nehmen können. Das können natürlich auch Finden nur sein, weil... Ja, aber was sollen wir jetzt mit den Rohren machen? Ja, das ist keine Ahnung. Hier ist ein Seil. Hier sind drei Seile. Seile? Ja. Und hier ist ja noch dieses Ding zum Runterholen. Das geht nicht. Also das mit der roten 2 könnte darauf hinweisen, dass das das zweite Zahlenschloss ist. Aber wir kriegen es erst dann nicht. Pass auf, wir machen mal die Zahlen, kommen ein bisschen allen Variationen. Also 2579 hatte nicht. Komm, wir probieren einfach nochmal so aus. Oh, da haben wir natürlich ein paar Kombis, ne? Ja, hat sehr viele. Was heißt denn diese Zahl hier? Meistens ist es ja auf- oder absteigen. Komm, wir machen einfach mal die 97. 5-2. Die roten Karten an zweiter Stelle. Versorgen. Ja, verschreib dich nicht so sehr da drauf. Ja, ich probiere das jetzt einfach mal. Die roten Karten vielleicht an zweiter Stelle, dann wäre das ja die 5-9-7. Ach so, warte mal, weil... Oder die 2957. Ne. Vielleicht auch die 2 an zweiter Stelle. Das wäre es jetzt gewesen, ne? Wie die 2 an. Ja, da ist ja auch eine Karo 2 bei. Ja, das hatten wir ja doch ganz am Anfang, die 5279. Dann 2579, haben wir das schon versucht? Das ist der ursprüngliche Code, 2579. Ich kann es ja gerne nochmal probieren, aber... Das hat eben auch schon nicht geklappt. Ja. Ich überlege gerade. Wir haben aber jetzt eigentlich alle Sinn in Kombination mit den roten Zahlen durch. Wir hatten doch schon 5, 9, 2, 8. Komm, ich probiere es. Wir hatten das bestimmt eben schon. 5, 9, 2, 7. Wie wäre es dann mit 9527? Nee. Ich hätte ja gern einen Hinweis. Ja, das klappt irgendwie nicht, ne? Vielleicht hätten wir es nicht auf Deutsch stellen dürfen. Ich meine, was haben die Karten hier zu suchen? Kannst du auf Hinweis geben klicken? Ja, aber da kam auch nicht. Ach doch, die vier Postkarten. Postkarten mit den alten, ich stehe gerade davor, alten Spalten geben den Code für die Dose. Ach,
Also doch, die Zahlen da drauf. Ich habe eben, habe ich drauf geguckt. Ich kann leider nicht. Was sind denn da für Zahlen drauf? Die Briefmarken. Das ist ein bisschen, warte mal, kann ich irgendwie. Wo sind denn da Zahlen? Da, die erste wäre eine 2. Was? Die letzte ist eine 2. Die erste ist eine 5. Boah, dass man nicht dran zoomen kann, das regt mich gerade auf. 2, 10. 5, 2, 10. Machen wir 5, 2, 10. 5, 2, 10. Das ist eine 2. Hier ist eine 1, 0 am Ende. Und hier bei der kann ich nichts erkennen. Das erste ist eine 5. Lass mich mal gucken. Boah. Was machst du da jetzt? Wie willst du denn so gucken? Das kannst du gar nicht sehen. Das letzte ist eine 2. Was? Da ist eine 2 auf der Briefmarke. Oder wo hast du geguckt? Ah, nee, das ist nicht das letzte. Das ist das hier. Das ist dritte. Ja. 1-0 ist das letzte. Das vorletzte ist 2, das erste ist 5. Aber die zweite, da ist, glaube ich, nichts drauf. Ne? Sollte es vielleicht eine 1... Oder warte mal. Vielleicht müssen wir nicht die Briefmarken, die Türme. Oh. Ich versteife jetzt wieder auf das falsche. 1, ja. 2, 3, 4, 5, 6 ist das erste. 6, 1, 4, 3. Ja, hat ja nur 3 Stunden gedauert. Die Kurbel, die kommt hinten hin. Juhu. Wir haben es geschafft. Die kommt hier hin. Ja, an das Ding, ja, meine ich ja. Der Fresskorb kommt, yay. Wir haben die ganze Zeit, ich meine, der Hinweis war direkt vor uns. Das ist schon wieder ärgerlich und traurig eigentlich. Ne? Oh, da stehen Zahlen drauf. Ja, das ist sehr gut. Also, 2785. Oh, schreib's auf. Ja. 4945. Ja. Ach du Heilige. 9526. 3017. Okay. Aber da ist ein Pfeil. Der Pfeil zeigt dir ja noch hier vorne, ob das was zu bedeuten hat. Können wir die aufmachen? Ich wüsste jetzt nicht wie. Das könnte die Reihenfolge sein, ne? Dass erst die 4945, dann die 9526, 3017 kommt. Wobei, ihr könnt auch mit der 2785 anfangen. Du hast ja die ganze Codes aufgeschrieben, ne? Ja. Ja, dann probieren wir die doch mal hinten durch. Da stand, du bist eh da, warte, ich nehme das Ding mal mit. Da stand ja, bei dem Schrank steht ja 2 rot drauf. Ja. An der Seite, ne? Dann lass uns doch mal, oder? Mit 2785? Ich hätte es mit der 4945 begonnen, weil die 2 markiert ist, weil das müsste oben die erste sein, ist das die zweite Zahl? Ja, nochmal 4945. Moment, das muss ich mit der Tastatur machen. Mit der Maus, nicht mit der Tastatur. Ja. Aber ist egal, dann machen wir die 2785. Wir probieren einfach alle aus. 9526. Hm. 3017. So, jetzt wird's lustig. Hm. Die 2. Lass mal das Kästchen. Ach, nimm mal einen Zettel nochmal zur Hand, bitte. Ja. Ich hab da eine Idee. Ja. Pass auf, nee, warte mal, ich brauch Licht. Pass auf. 7. Ja. 9. Ja. 5. Ja. 0. Ja, immer die zweite Zahl. Genau, das macht Sinn, ne? 7, 9, 5, 0. Ja! Yes, geht doch. Lecker Glühbirnen. Mit. Juhu, wir können nach hinten Licht machen. Springen kann man leider nicht. Oh, aber ich finde das Spiel gut. Hochsommer und Erkältung. Ich könnte echt heulen, ey. Machst du rein? Ich hab schon.
Hast du überhaupt eine Birne mitgenommen? Ja. Na, ich oder kann nur einer eine mitnehmen? Keine Ahnung. Ich denke mal, jeder kann. Ich finde besonders die Idee deswegen so cool, weil, ich meine, den ganzen Escape Room Betreibern ist ja auch finanziell bei der Raumgestaltung ein bisschen eine Grenze gesetzt, sag ich mal. Weil bei sowas kriegst du ja gar nicht hin. Nein. Das ist nur schwierig vorstellen. Die war bis jetzt. Hast du noch eine Birne? Nee, die ist immer weg, sobald du die einsetzt. Die lag ja am Boden. Du lässt sie irgendwie fallen, hab ich das Gefühl. Ich weiß ja nicht, ob die für hier. Ah, doch. Warte mal. Ich weiß nicht, ob die für hier ist oder für hinten beim TNT. Hier ist ein Bild. Pass auf, ich lass sie mal hier liegen. Da ist ja ganz dunkel. Da liegt die. So, sollen wir jetzt einfach blind drauf los oder sollen wir erstmal gucken, ob wir irgendwie ein Rätsel was finden? Weil hier geht scheinbar kein Licht an. Ah, dann fehlt hier der Strom. Ah, guck mal, die Karten. Hallöchen. Das Coole ist bei den Spielen hier, du kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen beim Programmieren der Rätsel und Gestalten der Level. Die Karten, ja. Das war... Ach, warte. Herz. Ich habe mal natürlich die Zahlen, ich weiß, was rot ist, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, Karo war die 9, aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Ich habe es mir aufgeschrieben, wenn du es mir durchsagst. Also, 9 ist Karo und die 5 ist Herz. Was ist Kreuz und Pik? Müssen wir auch noch wissen. Pik ist die 7, dann ist die 2 Kreuz. Wait a minute, I'm on the way. Ich fliege förmlich durchs Level. Ich tippe nur schon mal die Zahlen ein, ihr verpasst nichts. Das hast du. Oh! Ja und? Soll ich machen? Ja. Ah, guck mal. Alles klar, du sagst mir, ich mach. Hoch, also, hoch, runter. Runter, runter, hoch, runter. Tada, das bohrt schon. Oh, da Hallöchen, liegt was drin. Machen wir das nochmal. Oh, Junge, du musst dringend zum Zahnarzt, ne? Das sieht nicht gesund aus. So, was haben wir hier? Das ist ein Zettel im Schrank noch. Kartonga. Nimmst du den? Ich wollte den jetzt nicht wegnehmen. Was? Zettel? Da im Schrank liegt nur ein Brief. Wir haben einen... Ein Fotoschnipsel ist das. Oh, dann... Mit einem Helm. Ich habe hier, glaube ich, noch einen Schnipsel. Ja. Da ist auch ein Helm von oben drauf. So, schmeiß das Schnipsel mal da. Was war das? Ja. Was war was? Ich dachte, da hätte sich was geregt im Haus. Ach so. So. Ach, guck mal, hier haben wir eine Karte. Ach, guck mal, hier stehen auch Fotos rum. Sektion A, das war da, wo wir eben angefangen haben, denke ich mal, oder? Ja, das ist der Aufzug der... Oder. Sektion C, Sektion B. Kann man das irgendwie jetzt zoomen? Ah, man kann zoomen, cool. Flurplan, Lift, ja, Sektion A. Wir haben überall Lifte, sehe ich gerade. Sektion B. Aber hier ist kein Hinweis drauf, ne? Minus 6 Meter. Oh, der Helm. Ach, ich liebe sowas. Wir haben auch schon so ein paar Escape Rooms schon gespielt in Real Life. Wir sind da voll scharf drauf. Ja, wir mögen das sehr. Kann man das jetzt öffnen? Nee. Ah, guck mal, hier kommen die Puzzleteile rein. Hast du es gesehen? Nein, was? Hier kommen die Puzzleteile rein auf diesem Bildschirm da. Ich habe ja gerade andere Sorgen. Was machst du denn da? Bücher gucken. Ich hoffe, das sind nur Finden hier. Aber teilweise stehen da nämlich am Einband, oder am Buchrücken, wie sagt man, stehen da Zahlen drauf. So, was hast du? Guck mal, die Puzzleteile kommen da auf das Dings hier in dem Bild. Ich kann das aber nicht machen. Kannst du das mit der Maus besser machen? Auf das Ding hier in dem Bild? Das da, auf das hier? Auf ach, diesen da auf dem, ach so. Bilderrahmen. Ja, dann da kommen das die doch. Teile auf rein. Auf das Ding hier in dem Bild. Ich weiß gar nicht, wo du dran warst. Denke ich. Wie kann ich denn das jetzt? Ah, okay, das macht er automatisch. Da, eins fehlt. Da ist das. So, mal gucken, was passiert.
angucken, drehen. Warte. Da sind Zahlen drauf, oder? Ja. Immer mit der Ruhe. Da sind Zahlen Atme drauf. Atme so ruhig. Ich kann die aber kaum erkennen. Das ist, glaube ich, eine 2218. Könnte das sein? Oder ist das eine... ist das eine 8 das erste? Boah, ich kann das echt nur... Das ist eine 8, ne? 8218. Würde ich sagen. 8218. Könnte aber auch eine 5218 sein. 5218 auch nicht? Habe ich noch nicht.